Jo, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange ist es her, vielleicht habt ihr vor ein paar Tagen schon mal ein Video gesehen, das ist aber wieder weg und jetzt mache ich das Ganze nochmal neu und frischer. Worum es in diesem Video eigentlich geht, ist, dass ich euch meine neue Wohnung zeigen möchte und zwar bin ich umgezogen. Der Hintergrund sieht wahrscheinlich auch schon sehr ungewohnt aus in diesem Video, aber ich werde euch jetzt gleich alles noch genauer zeigen. Falls ihr euch wundert, warum ich hier ein bisschen errötet bin oder vielleicht auch mal auf der Stirn zwischendurch, das hat einfach mit einer Hauterkrankung zu tun, die ist aber auch in Behandlung, also alles gut. So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der kleinen Roomtour. Und zwar hier, das hier ist eigentlich meine Küche. Machen wir mal einen kleinen Rundumschwenk, damit ihr es schon mal ganz grob gesehen habt. Aber das ist das erste Zimmer, ja. Hier habe ich im Moment meine kleine Schlafmöglichkeit. Das Zimmer ist eigentlich an sich soweit fertig, muss nur noch ein bisschen was gemacht werden. Wie zum Beispiel hier diese Kästen müssen neu angestrichen werden, damit die zum Gesamtbild passen, ne? Wir haben überall Vlies in schön glatt gemacht. Und diese Bänder hier müssen ausgetauscht werden, das hier, die Rolle, so Kleinigkeiten halt. Dann noch die Türzwagen nochmal neu in dunkel, also beziehungsweise in grau. Die Fußleisten müssen noch angebracht werden, wie sie da liegt. Aber gut, alles provisorisch, wie wir sehen. Hier mein Schlafplatz provisorisch, hier habe ich eine kleine Platte zum Essen machen. Hier ist mein persönlicher Arbeitsplatz mit meinem neuen iMac, also da freue ich mich echt mega drüber, dass ich den jetzt habe. Hier unten ist mein Alter. Hier seht ihr meine Spiegelung, hallo. Das war einer von 2011 oder 2010. Der ist noch ein bisschen dicker. Und der hier im Vergleich, boah, doch schon um einiges dünner und natürlich auch mehr Leistung. So, das hier ist mein anderer Tisch. Das ist für meinen Hauptberuf quasi gedacht. Hier arbeite ich dann tagsüber für die Firma, bei der ich fest angestellt bin. Und hier oben ist eine Glotze, damit ich, wenn ich da liege, ein bisschen was schauen kann. Ja? So, das Ganze hier, hier ist noch ein kleiner Kühlschrank. Kann ich auch zeigen. Hier habe ich meine kleine Nahrungsecke. Ich muss ja auch irgendwas essen. Und hier drin habe ich Milch, Butter, so eine Art Sahne. Da hinten ist noch Hummus. Hier ist noch ein bisschen Wurst, Schokolade, Ketchup, Cornflakes. Genau, das sind noch Reste aus der alten Wohnung. Was ich im Moment versuche, ist, ein bisschen wieder umzustellen auf, ja, ich sag mal, möglichst wenig tierische Produkte, ein bisschen vegan zu leben. Wenn ihr wollt, dass ich das mal auffasse, wie das Ganze so klappt, das ist ein Experiment für mich und man denkt immer wieder darüber nach, den Tieren geht's so scheiße. Diese Massentierhaltung, wie sie behandelt werden, dass männliche Kühe überhaupt nicht mehr, oder beziehungsweise die Kälber nicht bei ihren Eltern bleiben dürfen, weil diese die Milch an uns abgeben sollen und nicht an ihre Kinder und so weiter und so fort. Es gibt eigentlich so viele Gründe, also meiner Meinung nach, das ist natürlich für jeden selber eine Entscheidung, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Auf jeden Fall möchte ich das ausprobieren und vielleicht kann ich es auch durchziehen. Ich habe mir jetzt zwei Bücher bestellt und dann geht es auch, denke ich, los. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen, indem ich mir halt hier schon mal so ein paar Sachen geholt habe, wie Gemüse und sowas, also das gehört jetzt nicht dazu, ne? Ja, ist auch egal. So, das wäre es dann mit dem ersten Zimmer. Ja, hier auch schon eine Anlage, da ist noch eine Mikrowelle, ein Toaster, ganz wichtig. Und wenn wir dann hier aus diesem Zimmer rausgehen, kommen wir in den kleinen Eingangsbereich, Flur. Hier, das hier ist meine Haustür, hier stelle ich meine Schuhe eigentlich dann mal hin. Das Witzige ist, ich habe vor einiger Zeit erfahren, dass ich eine Etage weiter runterziehen kann. Die Wohnung ist größer, hat zwei Balkons und ist halt keine Dachgeschosswohnung, das heißt keine Schrägen und Kälter, ne? Freue ich mich schon sehr drauf. Aber erstmal muss das hier fertig werden. So, dann haben wir hier mein Bad, da werde ich jetzt mal, ja, brauche ich eigentlich nicht reingehen, ich kann mal kurz reinfüllen, Badewanne und so, ne? Ja, ist halt Hygiene angesagt. Hier, in diesem Flur, im zweiten Flurbereich quasi, also das hier ist der kleine Flur, wo man halt reinkommt und das hier ist halt der etwas größere Flur. Da oben sind wir drin gewesen, um Strom- und LAN-Kabel neu zu verlegen. Die müssen aber, zumindest die Stromkabel, müssen noch angezapft werden vom Kollegen. Ja, wir haben halt überall die Tapeten runtergerissen, haben überall geschliffen. Es musste überall gespachtelt werden, damit das schön glatt wird für die Fließtapeten. Kommen wir aber hier zum nächsten Zimmer. Das ist eigentlich das Schlafzimmer. Da ist ein neues Fenster reingekommen. Hier haben wir neue Dosen gemacht. Und bevor ich es wieder vergesse, das Ganze habe ich definitiv nicht alleine gemacht. Ich hatte ein super Team, das geholfen hat. Vielleicht kann ich es hier einblenden, vielleicht
finde ich passende, vielleicht auch nicht. Natürlich muss ich da erst um Erlaubnis fragen, wenn sie zu sehen sind. Genau, also das habe ich nicht alleine gemacht, definitiv nicht. Beim Tapetenabreißen waren wir zu fünft oder zu sechst. Keine Ahnung, dann der Umzug. Hatte ich auch zig Leute mit zig Autos. Also, meine ganzen Möbel sind auch noch woanders untergestellt. Auf jeden Fall ist das hier das Schlafzimmer. Und auf jeden Fall auch nochmal Danke an euch alle, die mitgeholfen haben. Ne? Es soll nicht falsch rüberkommen, soll auch nicht zu kurz kommen, das Thema. Hilfe ist immer, immer gerne gesehen und muss man auch zu schätzen wissen. So, hier haben wir das Wohnzimmer. Ne? Hier muss noch ein bisschen was gespachtelt werden. Also überall, wo noch so gelblich ist, sag ich mal, wurde halt noch nicht gespachtelt. Hier sehen wir die Wand zum Beispiel, die wurde gespachtelt, aber an einigen Stellen haben wir die Probleme. Oder das Problem, dass hier war früher mal irgendwie ein Wasserschaden. Und da kommen dann solche Flecken hier wieder durch. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Ich habe schon mit so einem Isolierzeug drüber gemalt und auch nochmal übergespachtelt heute. Aber es kommt halt immer noch durch, da brauche ich was anderes zum Isolieren. Hier habe ich heute auch nochmal gespachtelt, da habe ich mir dann immer noch den Finger abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Einmal quer rein, war auch schön tief. Ich habe sofort zugemacht. Das geblutet wie Sau. So eine Scheiße. Aber kennt man ja, ne? Also hier müssen auf jeden Fall noch neue Dosen gemacht werden, damit hier halt auch Netzwerk liegt und so. Auch wenn ich sag mal, auch wenn ich runterziehe, dann soll es trotzdem wie geplant gemacht werden, damit die Leute, die hier einziehen, auch mal Netzwerk haben. Also ich meine, das schadet ja nicht. Ja, also das ist so gesagt das eigentliche Wohnzimmer dann. Mal kurz die Aussicht zeigen. Die ist sehr sexy hier in dieser Wohnung. Also kann man echt nichts sagen. So. Fährt mal einmal rum. Also, das ist halt schon. Das ist halt schon eine geile Aussicht. Ja. Ich mache mal wieder zu. So. Ist alles wie gesagt ein bisschen chaotisch. Hier hinter ist noch eine große Kammer, die auch beleuchtet ist. Ne? Die ist aber eigentlich nur, ja, ich sag mal, provisorisch von mir jetzt zum Stellen von Sachen. Gehört eigentlich nicht zur Wohnung dazu. Aber der Vermieter ist so nett und lässt mich da die Sachen unterstellen. Keine Sache. Da ist auch mein Netzwerk quasi dann, liegt dann da. Das soll es gewesen sein zur Wohnung eigentlich schon. Ne? Was soll ich euch noch groß erzählen? Was habe ich hier für einen Internetanschluss? Auf Telekom Glasfaser liegt hier. Das heißt, ich habe hier eine 100er Leitung mit, ich glaube, 40 Upload. Oder 25, 20, ach, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall genug, ich habe immer so 30 oder ein bisschen mehr vielleicht auch mal. Also WLAN strahlt von der kleinen Kammer hinterm Wohnzimmer bis hierhin. Ich habe absolut überhaupt keine WLAN-Probleme, obwohl ich dieses Teil von der Telekom benutze und keine Fritzbox vorher, weil in der alten Wohnung hatte ich so richtig Probleme mit dem WLAN. Immer wieder, richtig nervig. Naja, hier sind auch schon die neuen... Ne, die neuen Bänder und sowas für diese Rollos. Also eigentlich hatte ich vor, hierzu ein Video zu machen, wie ich das Ding unboxe und so. Habe ich auch aufgenommen, aber ich glaube, ich bin nicht so zufrieden mit den Aufnahmen. Hier wird wahrscheinlich nicht kommen. Das ist immer so, man nimmt was auf, wartet dann tagelang, bis man das dann mal, ja, ich sag mal, schneiden könnte. Und dann gefällt einem das einfach nicht mehr und man bringt es nicht. Deswegen muss ich auch gucken, dass ich das hier schnell schneide. Wenn ihr wollt, schneide ich euch jetzt im Anhang noch Bilder von den Fortschritten der Wohnung rein, wie das vorher aussah, bevor die Tapeten runter waren, dann Zwischenschritt und wie es jetzt ist, wisst ihr ja. Wenn ich die Erlaubnis bekomme, schneide ich auch vielleicht die Snapchat-Videos rein, wie wir das hier gemeinsam abgerissen haben. Und ja, dann würde ich aber vorab schon mal sagen, freut mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. Ich würde super gerne wieder aktiver werden, aber ihr wisst ja, das ist immer wieder Motivation. Ach ja. Ich bin so froh, wenn das hier fertig ist, ich eine Etage weiter unten wohne und der ganze Stress einfach, ja, beiseite ist. Dann bin ich so happy. Und danke nochmal an euch, meine lieben Freunde, Jana, ich zähle jetzt einfach mal ein paar Namen auf. Jana, Jacqueline, Artyom, Marco, Malte, Andi, Lars, Maxi, Peter. Warte!